Heute wollen wir das Boltzmann-Institut für Menschenrechte feiern. Wir wollen der Arbeit des Instituts und den Menschenrechten Sichtbarkeit verleihen. Wir wollen die Arbeit unterstützen. Es hat sich eine großartige Riege von Gratulantinnen und Gratulanten eingefunden. Sie werden einige der herausragendsten Schriftsteller und Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker des Landes auf der Bühne hier gleich sehen. Ich bitte jetzt aber zu Beginn auf die Bühne die beiden Gründer des BIM, Manfred Nowak und Hannes Dretter, bitte. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Hannes, wie war das damals vor 20 Jahren? Wie ist die Idee entstanden, das BIM zu gründen? Also das hat damit angefangen, dass ich aus meiner Perspektive, dass ich 2/3 des Studiums nicht gewusst habe, warum ich Jus studiert habe. Und erst im letzten Drittel ich mit einem Prüfer konfrontiert wurde, der später mein akademischer Lehrer geworden ist und schon Manfreds akademischer Lehrer war, Felix Hermakora, der mir die Augen geöffnet hat für die Menschenrechte. Das hat mich fasziniert und da habe ich gewusst, warum ich ausgeharrt habe. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich nach einiger Zeit, nach Abschluss des Studiums bei Felix Hermakora an der Universität Wien einen Job als Assistent bekommen habe und ich habe sehr nette Kollegen gehabt und dann hat es geheißen, da ist noch einer. Aber he's on mission. In Afrika, in Südamerika, in Latzhose, in Christoph-Schlapfen, er ist on mission. Ja, und dann saß er plötzlich einmal mir gegenüber, Manfred Nowak, und wir waren uns auf Anhieb sympathisch und wir haben entdeckt, dass wir ein großes gemeinsames Interesse haben und ich glaube eine tiefe auch Zuneigung mit Felix Hermakora hat uns verbunden und wir haben immer davon geträumt, ein großes Menschenrechtsinstitut auf die Beine zu stellen. Einmal war es fast zu weit, Hertha Firnberg, er hat fast ein Uni-Institut für Menschenrechte gegründet, ja, und dann ist es das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte im Jahr 1992 geworden. Und mit der von dir schon erwähnten dann 93 Weltmenschenrechtskonferenz, die uns einen großen Schritt vorwärts gebracht hat. Ja, da kann man euch nur dankbar sein für dieses Zusammentreffen. Applaus bitte. Lieber Manfred, ihr seid dann sehr schnell in die Menschenrechtsarbeit eingestiegen mit dem Institut und auch sehr schnell in ganz, ganz heiße Gebiete davon, oder? Ja, das stimmt. Ich war in Holland davor, habe dort ein Menschenrechtsinstitut geleitet und bin zurückgekommen und habe mir gedacht, sowas möchte ich auch in Österreich, in Wien auf die Beine stellen, aber das ist halt in Wien nicht ganz so leicht, weil die Holländer haben viele Mittel dafür, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter. Und dann haben wir uns ein bisschen so begonnen, Manfred Matzka zum Beispiel war damals noch, da darf man gar nicht irgendwie laut sagen, dass das so am Beginn war, weil es ging darum, nach einer restriktiven Asylpolitik, dass das Innenministerium natürlich auch versucht hat zu wissen, wie schaut es denn wirklich in den Herkunftsländern der Flüchtlinge aus, und da sind wir gefragt worden, können wir da Berichte schreiben, und das zweite in den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit. So hat es begonnen im Jahr 92, aber dann, also wir sind im Februar gegründet und im Mai ist aus ganz komischen Gründen plötzlich die Entscheidung gefallen, im Juni 93 gibt es eine Weltkonferenz für Menschenrechte in Österreich. Und der Christian Strohal, damals in Genf dafür verantwortlich, hat gefragt, du, ihr macht das eben mit den NGOs, dass wir das irgendwie abdecken, dass die nicht zu lästig sind. Wir werden schauen, dass die auch da im Austria Center unten einen Stock kriegen. Und dann sind wir erst draufgekommen, dass diese Aufgabe total missachtet. Das eine Nightmare war. Das waren über 3000 Leute, 1500 NGOs aus aller Welt und die kann man nicht koordinieren. Aber wir haben halt irgendwie unser Bestes getan und sind dann mit 3 Millionen Schilling Schulden ausgestiegen, weil uns auch das Innenministerium gesagt hat, aber wenn nur einer auf der Donauinsel übernachtet, dann irgendwie gibt es Zores. Das heißt, wir haben versucht, die alle irgendwie in Hotels unterzubringen und die sind natürlich trotzdem auf die Donauinsel gegangen und wir haben dann die Stornokosten zahlen müssen. Heute ist das BIM ein großes Institut, 50 Mitarbeiter weltweit anerkannt. Wie ist es von dieser 3 Millionen Schilling Schuldenfalle zu heute gekommen? Also ich möchte sagen,
die Anfangsjahre waren wirklich Wild West. Ja, wir haben mit großer Begeisterung, großem Engagement Projekte gemacht, uns in die Arbeit hineingestürzt. Wenn ich daran denke, wie wir die Budgets, die Jahresbudgets erstellt haben und ich das Patricia Larasch und Fiona Steinert heute erzählen, sie schütteln nur den Kopf, aber wir haben es also irgendwie mit großem Engagement geschafft und sicherlich auch mit Unterstützung von vieler Seite. Und es war also erstaunlich, dass die Arbeit offenbar Anerkennung gefunden hat, langsam, Schritt für Schritt. Und weil wir spannende Projekte gemacht haben, auch insbesondere im Zusammenhang mit Ex-Jugoslawien, mit Vertriebenen, mit ethnischen Säuberungen, mit den schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die dort begangen worden sind. Wir haben mit dem Straftribunal für das ehemalige Jugoslawien zusammengearbeitet. Und das, glaube ich, hat Resonanz gebracht und hat uns bekannt gemacht. Und wir sind dann eingeladen worden von Regierungsorganisationen, von Ministerien, haben die Möglichkeit bekommen, über die UNO-Projekte zu machen, über die OSZE, über dann vor allem auch die Europäische Union, für die wir eigentlich seit ungefähr fast 10 Jahren jetzt sehr viele Projekte durchführen. Und dadurch bedingt ist natürlich auch die Anzahl an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gestiegen. Was sind jetzt die großen Herausforderungen, damit die nächsten 20 Jahre auch so erfolgreich in der Menschenrechtsarbeit werden? Da gibt es viele Herausforderungen. Da gibt es die Weltwirtschaft, Weltfinanz, Weltimmobilien, Welthunger und so viele Krisen kann man gar nicht aufzählen. Aber sicher auch welche, die auch direkt das BIM betreffen. Ja. Naja, die betreffen uns schon auch. Es ist schon schwierig, heute noch Sponsoren zu finden, wobei wir, das möchte ich gleich zum Anlass nehmen, allen Sponsoren für den heutigen Abend sehr, sehr herzlich danken möchte. Aber die großen Herausforderungen natürlich bei uns sind nach wie vor eine sehr restriktive Flüchtlings- und Migrations- und Asylpolitik. Das ist das Hauptproblem in Österreich und in Europa, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Also da gibt es viel noch zum Weiterarbeiten, aber auch noch viele so in die Zukunft gerichtete Probleme. Klimawandel wird uns viele, viele neue Menschen bringen, die aufgrund des Klimawandels nach Europa migrieren. Das heißt, uns geht die Arbeit leider nicht aus. Auch die transnationalen Konzerne werden immer stärker einbezogen. Das heißt, wir versuchen sie auch zu beraten, dass sie auch ihren Beitrag zum globalen Schutz der Menschenrechte leisten. Jetzt haben wir gerade, weil ich gerade den Peter Kostelker da sehe, haben wir im Rahmen der Volksanwaltschaft doch einen großen Schritt gemacht, einen nationalen Präventionsmechanismus zur Folter auf die Beine zu stellen in einer großen gemeinsamen Aktion. Das ist eine Herausforderung. Also es gibt viel, viel zu tun, aber es ist auch sehr spannend. Corinna, ich glaube, eine große Herausforderung für unser Institut ist auch die europäische Integration, die zwar jetzt seit einigen Jahren mal zu einem vorläufigen Schlussstrich, kann man nicht sagen, aber eine Etappe hinter die EU hinter sich gebracht hat, aber wir führen für die Europäische Union eine Menge Projekte mit Kandidatenstaaten aus Südosteuropa durch, aber auch mit Drittstaaten. Der Mittelmeerraum beginnt zunehmend jetzt auch an Bedeutung zu gewinnen, gleich natürlich die Situation jetzt nach dem arabischen Frühling eine höchst schwierige ist. Aber gerade auch der Umstand, dass mit dem Vertrag von Lissabon die Europäische Grundrechtecharta im Primärrecht in Kraft getreten ist, ist eine riesige Herausforderung auch für Europa, für die Europäische Union. Der geplante Beitritt der Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention, zum Europarat. Also das sind auch institutionelle Herausforderungen, die gleichzeitig aber bedeuten, dass die Menschenrechte nämlich über die Europäische Grundrechtecharta zu Guiding Stars, zu Leitsternen der europäischen Rechtspolitik geworden sind und wahrscheinlich noch verstärkt das sein werden in Zukunft. Und da sehe ich sehr viel Potenzial für unsere Arbeit. Dann würde ich sagen, wir beginnen mal mit dem Feiern als erstes. Wir sehen jetzt mal als erstes einen Film, den Nina Kusturica und Daniel Wisser euch zum Geburtstagsgeschenk haben. Und ich bitte jetzt nochmal um einen Applaus für die zwei Gründer, Manfred Nowak, Hannes Rettner.